Und einen schönen Dienstagabend wünsche ich meine lieben Freunde. Wie geht's? Wie steht's? Habt ihr Lust, Tomb Raider 3 endlich zu spielen? Ich hoffe es ist und ich hoffe es läuft stabil. Weil ich hatte heute. Gestern Abend noch kurz getestet gehabt und hatte ich ein paar Probleme gehabt, aber es läuft. Und wir bringen es auf jeden Fall zu Ende und dann fasse ich es nie wieder an am besten. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenstart gehabt. Ich würde mal sagen, dann starten wir einfach mal rein. Und sage. Herzlich willkommen zu meinem Stream. Herzlich willkommen zu Tomb Raider 3. Dem Ende sehr wahrscheinlich heute. Ja, wir sind im letzten Level. Das heißt, danach kommt noch der Endboss. Und dann wird das Game zu Ende gespielt schon wieder. Hallo Mr. Nice, wie geht's hier? Schöne Grüße. Guck mal, Mr. Nice, ja? Ich hab mal dran gedacht. Hier. Ja, kommt alle in den Discord. Müsst auch dann hier, Ah, fuck. Okay, da habe ich was vergessen. Das nehme ich auch noch nach. Der lange Bart steht hier. Ist er echt schon so lang? Ich rasiere mich meistens normalerweise, wenn er anfängt zu jucken. Ja, dann wird er zu lang und dann rasiere ich mich in 2-3 Millimeter. So, steht mir mega gut. Echt jetzt? Aber, ups. Sieht mir der lange Bart? Hey, listen! Jetzt regelt hat ein Abo dagelassen, supergeil. Ola. Was? Ich könnte ihn ein bisschen in Form bringen, dann wird er gut aussehen, sagt sie. Okay. Hey, Bolzi. Hey, Geld's regelt. Was geht? Danke für dein Resub im 9. Holy shit. Holy shit. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Starten wir mal rein. So. Letztes Level. Und da sind diese komischen Viecher, die immer wieder respawnen. Die sind so nervig. Und ich muss gucken, wo lang es geht. Oh. Ganz schön laut bei mir. Ich weiß gar nicht, können die vergiften? Das werden wir wohl noch rausfinden. Aber scheint mal nicht so. Machen nur Damage. Ja, alles gut. Alles gut. Schön, dass es dir gut geht. Oh, fängt ja gut an. Besonders, was mir jetzt gerade auffällt, ist irgendwie so ein Schatten. Seht ihr das? So ein Frame-Schatten. Der gefällt mir gar nicht. Wo kommt der auf einmal her? Machen wir hier alles off. Ne, hier das an. Den machen wir mal off. Ja, okay, vielleicht ist das auch nur in dieser Section hier. Das wäre gut. Nur müssen wir lang. Hier rüber können wir nicht springen. Oh, die nerven echt. Oh, häng dich schon. Oh, aber ich glaube, ich habe was gesehen. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Und zwar. War hier doch irgendwo gerade eine Leiter, wo man sich. Ja, hier unten. Wie soll ich da dran kommen? Lass mich mal kurz für 2 Minuten in Ruhe. Geht das bitte? Ich will nur mal gucken, wo es überhaupt lang geht. Oh, roll dich doch. Oh, dieses Game. Dieses Game. Okay, ich glaube, ich komme hier rüber.
Oh, wie lange ist das her? Als du das letzte Mal gezockt hast? Keine Ahnung, 30 Jahre? Okay. Progress. Besten mal hier ein Safe. So, und jetzt komme ich hier weiter runter. Oh, nicht. Ey, war das jetzt nur für diesen Kristall hier? Oder kann ich von hier irgendwo darüber springen? Warum geht mein Sehen nicht? Umschauen. Warum geht mein Umschauen nicht? Mal schauen. Mal schauen, warum das Umschauen nicht geht. Was haben wir hier? Look, Pad 0. Sorry. Mal kurz hier ein Save. Beziehungsweise hier haben wir ja gesaved. Dann muss ich mal kurz was checken. So. Pad 0. Bitte geht's jetzt. Sagen wir, das ist 25. Ja, hast du es durchgespielt, Bolzi? Ich meine, viele, wenige haben es gespielt. Also viele haben es gespielt, aber wenige haben es durchgespielt, wirklich. So, bitte. Ha. Nice. Und, oh, holy shit, wir sehen was. Was zur Hölle war da gerade los? Nice. Okay. Damit können wir arbeiten. So. Naja, hier geht's wohl nicht weiter. So, jetzt einmal checken. Hier ist gehen. Okay. Wir sehen sogar bis auf den Boden. So. Können wir hier weiter? Nee. Hier ist Abgrund. Hey. Geh mir nicht auf den Nerv. Sag mir, wo lange es geht. Bitte. Zeig mir den Weg. Chat, wisst ihr es? Könnte Hilfe gebrauchen. Warum zum Teufel hängt die sich manchmal nicht richtig dran? Das gibt's doch nicht. Aber da ich einmal durchgespielt hatte, denke ich, 2 und 3 auch, aber wie gesagt, sagen wir, ich bin froh, dass ich überhaupt noch weiß, wie ich es gezockt habe. Ja, ich sag's mal so, ich hab's, es war immer so gewesen, früher, die PlayStation-Version habe ich nie durchgespielt. Kann ich schon mal sagen, da gab's anstatt diese Heal-Kristalle, die ich jetzt hier eingesammelt habe, waren die blauen, das waren Safe-Kristalle, das heißt, du hast eine begrenzte Anzahl an Saves. Ja, und wie viel haben wir hier jetzt mittlerweile? Hier jetzt im letzten Level 378 Saves und ich schätze mal, es gab 100 Save-Kristallen. Das heißt, du hattest 100 Chance zu safen.
Und das war ziemlich nervig, wenn du keine mehr hast. Also sie waren sehr, sehr begrenzt. Und deswegen habe ich die PlayStation-Version nie durchgezockt. Und irgendwann kam eine Zeitschrift raus, wo dieses Game drin war für PC. Und dann habe ich es nochmal angefangen durchzuspielen irgendwann. Und es war auch früher so gewesen, du weißt ja hier nichts. Du kommst, das ist hier nicht, wo du langläufst oder sowas, wie hier jetzt gerade. Du bleibst irgendwo stecken. Dann legst du das Spiel einfach mal zur Seite für ein paar Monate und dann fängst du es nochmal an und dann kommst du an irgendeiner Stelle weiter, wo du denkst, what the fuck, du hast nicht das letzte Mal gewusst, dass du da weitergekommen bist, weitergeht, holy shit. Kenne nur eins und zwei, drei nie durchgezockt, okay? Ich habe alle, also 1 bis 5 habe ich durchgezockt. Danach weiß ich gar nicht mehr. Legend habe ich, glaube ich, auf jeden Fall noch durchgezockt. Angel of Darkness war mir zu dumm, um ehrlich zu sein. Das hatte ich mal, aber das habe ich nicht durchgezockt. Das war mir echt ein bisschen zu blöd mit der Steuerung. Und ja, es war halt ja nicht die Lara, die ich erhofft hatte, damals zu PlayStation 2 Zeiten. Ich versuche jetzt einfach mal darüber zu springen. Von hier aus. Komm, ich glaube das. Ja, du gehst schon hier zur Seite. Das ist scheiße. Häng dich dran! Du dumme Kuh! Das gibt's nicht. Wo muss ich denn lang? Ich will das heute zu Ende bringen. Die neuen habe ich auch. Also die von Square Enix. Die ganz neuen, ja. Das sind halt sehr, sehr coole Games, aber auch nicht mehr das Tomb Raider, das du von damals kennst, ne? Also ich habe nichts gegen die Games, die sind wirklich cool. Aber ja, ist auch nicht mehr so Tomb Raider-like. Da geht's halt eher noch um Action und sowas. Das gibt's nicht! Ey Leute, ich höre gleich auf! Spielen was anderes, was ist denn los? Knapp, junge Dame. Jetzt habe ich noch eins noch nicht gesehen. Kann ich irgendwie da hoch? Boah, stressen die. Hör auf. Geh weg. Man zurück macht keinen Sinn. Das ist Level anfangen. Und hier rüberspringen bringt, glaube ich, auch nichts. Ich kill die jetzt mal. Und dann mache ich hier nochmal ein Save, weil darüber, wo wir waren, gibt es ja nichts. So. Oh, die kommen direkt nochmal, ne? Du kannst rüberspringen, oder nicht? Wir versuchen es jetzt, Mr. Nice. Das packt sie doch niemals. Wir versuchen uns nochmal und versuchen uns von links irgendwie ein bisschen mehr Schwung zu holen. Da geht's ja hier, meine ich. Ich versuch's nochmal. Ich höre den Sound gerne. Übrigens. Das war Mist. Linksseite springen. Entfernung passt. Boah, ja, jetzt muss ich nur noch richtig zum richtigen Zeitpunkt die Sprungtaste drücken. Aber hier ist ein guter Save für darüber. Ich glaube nicht, dass sie da ist so eine Schräge. Ja, seht ihr das? Ich glaube nicht, dass sie da so rüberkommt. Auch vielleicht an einer anderen Stelle. Vielleicht hier einfach nur. Versuchen sie noch rechts. Wow!
Lara. Wie oft willst du sterben, hm? Heute. Ich hab Zeit. Oh, niemals. Leute. Das gibt's doch nicht. Guck mal, ob hier irgendwo was ist. Ja, komm. Mir egal. Wenn ich jetzt von diesen Viecher getötet werde, ich werde kein Meterpack einsetzen, dann lade ich einfach nochmal neu. So. Und hier war nur dieser Safe Crystal. Hier ist auch nichts. Oh, 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 oh. Oh. Das war knapp. Lass mich doch mal gucken hier. Ja, ist okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch jetzt nicht wirklich Lust, ein YouTube-Video oder so zu schauen. Ich finde das immer so ein bisschen blöd. Ich will es schon irgendwie... Ich meine, klar, wenn ihr mir hilft, ist das im Prinzip selber, aber nicht in meiner Welt. Ich gehe nochmal ganz zurück. Hier haben wir gestartet. Wo hoch? Ja, wo hoch, wie? Ja, genau, das war nur das Rätsel, dann sind wir da rein. Okay, der Abschnitt ist vorbei. Stimmt. Und jetzt sind wir hier. Für mich. Oh, Moment. Was ist hier? Nee, auch nicht. Für mich nie. Nee, auch nicht. Nirgends. Also wir sind auf jeden Fall mal sicher, dass wir nicht vergiftet werden von diesen Dingern. Das ist schon mal gut. Das wäre echt horrible. Komm ran. Okay. Tschüssi. So. Hier rüber? Also einfach nur hier geradeaus? Okay. Auf den Shit musst du erstmal kommen. Und jetzt?
man jetzt? Oh Gott, das ist ganz schön tief. Und jetzt? Oh. Boah, das ist aber echt ganz, ganz versteckt hier, ja? Und sowas hast du halt in den neuen Tomb Raider-Teilen nicht. Genau sowas. Und Panzersteuerung kann gerne mit mir begraben werden. Also wirklich. So, ich springe jetzt einfach mal so rüber, weil ich hier sowieso so gut wie nichts sehe. Und das war Good Luck. Und weiter. Hier. Wir sind jetzt auf jeden Fall drüben. Okay. Safe. Da kommen schon wieder so Mücken. Okay. Eine schicke Höhle. Oh. Oh, okay. Das ist... Was ist das? Was ist das? Oh, what? Die haben Energiebälle. Warum habe ich keine Energiebälle? Oh, wow, 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 wow. Dom, dom, da. Nice. Ja, findest du? Dankeschön. Come on, MP5. Wow, die machen Damage. Oh, shit. Ja gut, das letzte Level, ne? Easy. Ich habe übrigens keinen Granatenwerfer. Warum nicht? Warum habe ich ihn noch nicht gefunden? Ich hatte ihn doch ganz am Anfang. Ja. Oh, ich bin tot. Okay, aber... Hau die Raketen raus, Clara. Let's kill these bitches. Retro, wie geht's dir? Juhu! Okay, okay. Das reicht. Wir nehmen noch, ja, hoffentlich reichen die. Uzi, come on. Habe ich noch genug Leben? Ja, habe ich noch. Okay, easy. Juhu! Die explodieren noch. Ja, auch gut. Alles Goodie. Schön, dass du da bist. Retro, hast du eigentlich das... Habe ich das schon mal gefragt? Hast du das auch gespielt? Retro, Violet. Ja, mich auch. Nee, ich hab's nicht gespielt. Schade. Hättest du mir hier weiterhelfen können, auf jeden Fall. Sind hier im letzten Level vorm Endboss. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja, aber das hier Level... Das Level ist echt sau nervig. Und ich hoffe, dass wir da schnell genug durchkommen. Genau wegen diesen Teilen. Die respawnen immer wieder. Komm her, du Mücke.
Wo ist die andere? Da ist sie. Ja, scheiß drauf, die respawnen immer wieder. Nur wenn sie mir im Weg sind, kill ich sie. Fertig. So ein Jump'n'Run. Kann ich gar nicht. Jump'n'Run? Ja, so First Person Adventure Game. Ja, es ist schon viel Jump'n'Run, da hast du schon recht. Ja, ich auch nicht. Was meinst du, wie viele Tote ich schon gemacht habe? Das liegt aber nicht an dir oder an mir, es liegt an dieser scheiß Panzersteuerung, die so pushbar ist. Ehrlich. Das hier meine ich, Panzersteuerung. Ja, das ist grausam. Oh. Oh shit, kann ich nochmal Anlauf nehmen? Ja, auch bekannt in, also so Panzersteuerung, auch bekannt in Resident Evil Teilen oder Dino Crisis, was ich jetzt. Mein persönlicher Favorit war auf der PlayStation, was diese Games angeht, diese Horror-Panzersteuerung Adventure Games. In Dino Crisis 2 waren wir dann schon wieder zu Capcom-mäßig. Da ging es dann wirklich nur noch um Dinos, Geschnetzel und Punkte sammeln. Und beim 1er ging es halt eher um Rätsel und so. Das fand ich dann cooler. So, wo komme ich jetzt hier nochmal hoch? Spielst nur auf PC? Also noch nie eine Konsole gehabt oder so? Ja, wo komme ich hier jetzt nochmal hoch, Leute? Hier? Ja, sieht gut aus. Seit 2015, 2016. Okay, okay, ja gut. Dann hast du ja diese Generation leider auch übersprungen. Tomb Raider 1 bis 5. 2015, 2016. Du hast mich raten. Du hast mit. Entweder hast du mit COD angefangen. Oder mit GTA oder mit Sims. Was war auch so 2015, 2016? Da gab es auch viele MMOs, diese Free-to-Play-Games. Wie Fliff, Fly for Fun. Also, das haben wir damals noch gespielt. Kabal. Oh, und da gab es auch noch Guild Wars, World of Warcraft. Das war ja auch noch 2015. Das ist gut, World of Warcraft immer bis dato noch. Immer noch sehr bekannt. Wird immer noch viel gespielt. Okay, wenn man Sims dazu zählt, war es 2010, okay. Also DayZ und Black Ops 3. Also doch COD, hatte ich doch recht. Also DayZ, ja, okay. Und Black Ops 3, war das nicht das auch mit dem Zombie-Mode? Also ich habe COD 1 und 2 gespielt. Danach habe ich wirklich gesagt aufgehört. Dann habe ich irgendwie auch mit Battlefield dann ein bisschen angefangen. Aber da habe ich dann auch irgendwann aufgehört, weil mir einfach, ja, die Community ein bisschen auf den Keks geht, um ehrlich zu sein. Was passiert hier? Oh, Leute, ich muss speichern. Holy shit. Was passiert hier? Warum wackelt das hier? Oh nein, es stürzt alles ein. Oh, fuck. Hör mir auf. Gab's auch noch nie gespielt. Ah, Herrschaft war dein Ding, okay. Oh, ja, das war ziemlich dumm von mir gerade. Obwohl, es wackelt ja nur. Es wackelt ja nur. Ich denke mal, das ist. Muss ich hier durchrennen oder was muss ich hier machen?
Ups. Okay, einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Wow. Nein. Vorsichtig. Ich habe bei COD nicht viel gezockt. Ich kann ja nicht mal sagen, was für Modi oder so gezockt habe bei COD. 2015, 2016, da war auch so die Zeit, wo ich so ein bisschen mal noch League of Legends gespielt habe. Online. Halt, was Online-Games angeht. Jetzt spring doch! Ist hier erstmal ein Safe? Why not? Gehen wir mal da hoch. Ja, natürlich, jetzt kommen auch noch Mücken. Oh Gott. Screen shaking, motion sickness pur hier. Geht's da runter? Ja, in den Tod sehr wahrscheinlich. Dankeschön. Ja, ich muss springen. Muss springen! Nein, tu das nicht! Doch, ich muss springen! Nein, mach das nicht! Nein! Ah. Fuck, ich bin tot. Glaube ich. Ja, ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin so tot. Holy shit, bin ich tot. Nee, ich spiele hier mit meinem 8-Bit-Deo-Controller. Der sozusagen der Super Nintendo Controller, ja, mit Analogsticks und zwei Schultertasten, nur mit Xbox Overlay. Tomb Raider muss ich mit Controller spielen. So, dann versuchen wir mal in diese Richtung zu springen. Erstmal nochmal ein Safe. Wir safen gerade hier den ersten Slot. Wow. Ja, Knickbrechen ist auf jeden Fall besser wie verbrennen, oder, Lara? Dann springen wir in diese Richtung mal rüber. Oh, dankeschön. Hat geklappt. Boah, das Screenshaken wird mich ja wahnsinnig machen, ne? Oh Leute, ich habe eine Idee. Ich habe so eine Idee, wenn das so klappt, ne, dann feiere ich mich jetzt gerade selbst. Aufpassen. Ich lade einfach das Game nochmal und vielleicht ist das Screenshaking dann weg. Ach Mist. Wär wirklich gut gewesen. Ja. Immer dieses um die Ecke springen. Nervi nerv. Dann, what the, bleib ich noch an diesem Stein hängen.
geht's vielleicht hier irgendwo lang. Vielleicht auch unten halb. Boah, ich sehe nichts. Hör mal auf jetzt. Danke. Nee, unterhalb. Da unten waren wir. Hör mir doch auf mit dieser Steuerung. Ach, shit. So. Let's go. Wie hab ich das? Oder Moment. Nee, Long Jump geht nicht. Ich glaube, Long Jump geht einfach nicht. Ich bin einfach nur gerade viel zu dumm. So. Ein bisschen rüber. So. So. Und hier so rüber. Yes! Nice! Safe. Safe, safe. Ja, guten Tag. Hey, ist Alex. Wie geht's dir? Oh, ich hatte wirklich gerade gemeint, hier ist eine Plattform oder so. Oh, bin ich froh, wenn die dieses Game zu Ende haben. Wirklich, Leute, jetzt ganz, ganz ehrlich. Oh! Aber hier... Nein! Lass mich doch noch umdrehen hier, bitte. Hab... Oh... So, yes. Okay. Hier komme ich nicht raus. Hier geht's weiter anscheinend. Ich mache nochmal ein Save. Oh Leute, wenn wir hier in diesem Level viel safen. Mindestens so viel, wie wir jetzt schon haben. Und stellt euch da mal wirklich, wie gesagt, die PlayStation-Version vor. Mit 100 Save-Kristallen oder so. Stupid. Einfach nur stupid. Das hier, ja, ist doch die Beta-Version von Bloodborne. Oh, es hat aufgehört. Oh, dankeschön. Death Counter liegt bei 500. Holy shit. Holy shit. Und dann hast du es mal durch. Oh, hier ist Diegelmoni. Ich schätze dich schon gerne, um ehrlich zu sein. Dann gucken wir mal, ob wir hier so rankommen. Also, wenn sich Moni lohnt, dann auf jeden Fall Diegel. Diegel haut echt rein. Achso, du hast meinen Death Counter gemeint. Oh, ZCS mit schon bei 500. Holy shit. Ja, das ist shame on me. Hier, in diesem Level. Danke, dass du mitzählst. Danke für deine ehrlichen Worte, Mr. Nice. Bei mir ist der tiefer. Das möchte ich gar nicht wissen. Nice steht für besondere Ehrlichkeit. Okay, und wo ist die Ehrlich und die Kai drin in diesem Nice? Schwimmen ist angesagt.
Hi. Nur zum Luftschnappen hier, oder was? Hier komme ich nirgends weiter. Super. Ey, ich komme hier nicht weiter. Mann, ey. Okay, dann nochmal hier hoch. Hey, hier im Timer kommen die neuen Emotes. Nice. Ich hab's nur vergessen, in den Command noch reinzumachen. In den DC-Command. Leute, kommt in den Discord. Rage and Restart. Ein ziemlich... Ja, er ist noch neu. Ein neuer Discord. Der ist schon ziemlich gewachsen, was mich... Also uns natürlich echt freut. Eine Kooperation mit Mr. Nice, mit Saphros und dem lieben Küsti. Und es läuft echt verdammt gut. Wirklich. Also ich freue mich echt. Kommt gerne rein. Ihr seid alle herzlich eingeladen bei dem Channel Readme. Dann einmal nur kurz akzeptieren, dass ihr natürlich euch benimmt. Ja, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen. Und dann habt ihr Zugriff auf alle Channels. Ja, sag mir doch, dass die Tür einfach aufgeht. Die ganze Zeit stand ich davor und nichts passiert hier. So, wir haben eine Maske. Jetzt verstehe ich es nochmal. Wir haben eine Maske. Wir brauchen, glaube ich, drei. Wir haben jetzt ein Rätsel geschafft. Denn wir brauchen vier. Holy shit. Okay. Aber die Türen bleiben zu, wo wir schon waren. Das heißt, hier muss noch irgendwo ein Eingangs... Wow, wie sind das? Hier kommen wir nochmal zurück. Na, ehrlich, ist kalt. Okay, sorry, ich hab's noch nicht verstanden, Mr. Nice. Ich wollte nur mal nachfragen. Oh, shit. Kann ich da durch? Ja. Easy. Ist nur Licht. Licht. Okay, nächstes Rätsel anscheinend. Ja, wir gönnen uns mal ein Medipäckchen. Dann safen wir. Und gucken mal, was hier abgeht. Ja, auf jeden Fall Mücken. Boah, können die echt mal aufhören? Ich hoffe, also auf jeden Fall ist hier, denke ich mal, da kam Flammen raus, wenn ich die falschen nehme, denke ich mal. Deswegen machen wir bei jedem Jump and Save. Das war schon falsch. Dann versuchen wir mal hier unser Glück. Ja, das war auch auf jeden Fall falsch. Insta-Kill. Dann gehen wir mal hier lang. Hm? Das ist naheliegender. Oh, ist das dein Ernst, Mann? Wo geht's dann noch hin? Wo kann ich dann noch rankommen? Da hinten hin? Hm. Hopp.
Ist echt anstrengend, ne? Komm ich da hinten hin? Ja, wo soll's denn sonst lang gehen? Habe ich irgendwelche verpasst? Upsa. Haben wir den ganz da hinten schon? Dankeschön. Okay, okay. Safe. Good level design. Come on. Nice. Das ist doch ein Trick, oder? Finden wir es raus. Wir können safen. Gott. Oh, nice. So, hoffentlich geht das jetzt nicht in Flammen. Ja, aber natürlich. Wir versuchen es. Und zwar erstmal drauf. Dann in die Richtung. Einmal hangeln. Oh nein. Okay, es geht schon in Flammen auf. Ist das auf Zeit? Wir bleiben einfach mal kurz hängen. Nö. Dann, ja. Ich will es schon irgendwie schaffen jetzt, ne? So. Ach, hör auf jetzt. Muss doch irgendwie möglich sein hier. Hopp. Hopp. Knapp. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Aber ich glaube, das ist der Weg. Hep. 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 Ja. Oder auch nicht. Muss ich dann nochmal zurückspringen? Rückwärtsrolle? Das könnte ich machen. Zack. Hep. Ah, falscher Knopf. Sorry. Sorry. Hep. Hep. Und rückwärts. Easy. Da kann man mal klatschen, Leute. Da kann man mal klatschen. Dankeschön. So. Ja, nee, nee, das war Quatsch. Ja, auf jeden Fall muss ich dann doch hier hoch und dann schnellstmöglich geradeaus, also hier rüber. So. Zack. Ab. Und. Okay, okay. Aber wir müssen ein bisschen an den rankommen. Für den Longjump haben wir leider nicht genug Zeit. Oh, ist das ein shitty Level. Holy fuck. So, jetzt aber, komm. Oh, knapp. Ja, das ist sau knapp. Warte mal. Hier geht auch in Flammen auf, oder? Ja, aber. Ah, shit. Ich war gerade an dem einen Punkt, wo ich zwar Damage bekomme, aber nicht in Flammen aufgehe. Oh, ist das Dreck. Komm schon.
Wenn ich gewusst hätte, was noch da alles auf mich zukommt, hätte ich, glaube ich, Tomb Raider 3 nie angefangen. Ah, shit. Ich muss mir gerade überlegen. Strategie. Eine neue Strategie. Ich brauche doch einen Long Jump. Wie kriege ich einen Long Jump hin? Auf dieser Plattform, mit dieser kleinen Zeitspanne. Yes! War easy. First try. Alles gut. Locker aus dem Handgelenk. Kann ich darüber springen? Oh. Tut. Ja. Hat auch in den Zug gepasst. Kann ich... Darf ich wenigstens... Wisst ihr was? Nee, wir müssen nicht alles mitnehmen. Ja, da gehen wir jetzt einfach hier runter und machen weiter. Oh Gott. Das sind ja mal krasse Animations. Also wenn da nicht Michael Bay im Spiel war. So. Oh nein! Nach vorne! Was machst du? Shit. Schaffen wir. Komm, hänge dich dran, genau. Das scheint der safere Weg zu sein. Oh, das ist ein Schalter, den muss ich bestimmt betätigen. Ja, da muss ich erstmal rüberkommen. Ah, über Ecke kann man hier noch nicht, das ging erst ab 4. Also über Ecke hangeln. Ja, das... Da ist jetzt gerade miese Kiste. Emotional Damage! Nein, knapp. Moin, Joris, wie geht's? Oh shit, das war... Lara. Okay, wir kommen auf jeden Fall so rüber. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, alles bestens. Schön, dass du noch... Oh, ich muss mal was trinken. Schön, dass du da bist. Let's go. Try it again. And again. And again. And again. And again, and again, and again, and again, and again,
And again. Kennt ihr das? Nein. Nein, 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 nein. Shadow of Tomb Raider. Wir haben gerade vorhin das, Moment, Shadow of Tomb Raider. War das dieses Top-Down? Tomb Raider, Lara Croft. Nee, Quatsch. Shadow of Tomb Raider. Oh, welches war das? Ich habe wirklich fast alle gespielt. Wirklich fast alle. Ich kann sie nur nicht auseinanderhalten. Springen. Oh, 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 oh. Das war wirklich zu knapp. Okay, jetzt haben wir es aber gleich. Hätte jetzt nicht diesen Sidestep gemacht, ne? Ehrlich, ist das kacke schwer. Holy fuck. Besonders, wir müssen dann ja sehr wahrscheinlich nochmal eins zurück. Ja, genau. Also der Schalter aktiviert hinten das Gitter, dann geht das auf. Genau. Einfach nur Krebs. Ah nein, das war... Okay, ich muss einen Step nach vorne machen. Ah, das ist ein... furchtbares Spiel. Ja, lass mich in dem Pausenmenü. Dankeschön. Oh nee. Hat nichts mit dem Pausenmenü zu tun. Mein Controller ist ausgegangen. Upsi. Hallo? Hey Leute, was ist denn heute los hier? Oh! Ja, Relaunch bitte. Das hat das letzte Mal auch schon mal. So. Laden. Nee. Alles okay. Ist aber kein Problem. Wir sind ja direkt nochmal in-game. Der letzte Ableger, glaube ich. Ja, der letzte habe ich gespielt. Stimmt, ja, genau. Es kam ja Tomb Raider, dann kam Shadow of Tomb Raider, das stimmt. Wie viele Tote hast du? Ja, genug. Nicht mehr genug zum Nachzählen. Auf jeden Fall. Oh nein, ich hab nur... Arsch. Leute, es tut mir leid. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Was war hier... Umschauen. War hier Numpad. So. Jetzt aber. Neustart. Geil. Ja, aber das ist der letzte auf jeden Fall. Hoffentlich für heute.
Come on. Kann ich mich jetzt nochmal umschauen? Es geht nicht. Doch, es geht. Oh, es war nur die falsche Taste. Okay. Aber es ging vorhin nicht. So, nochmal. Let's go. 500 plus genug Tode. Ja, ist notiert, ne? Ja, zähl mal noch 500 drauf. Sagen wir es so. Es ist aber auch so verdammt schwer, ne? Wirklich. Okay, ich hab jetzt... Ich weiß, was ich drücken muss. Ich weiß, was ich drücken muss. Ich muss es nur umsetzen. Okay, hier ist auf jeden Fall die Maske direkt da hinten. Ich hab's gesehen. Yes! Nice. Okay, safe. Kev, wie geht's? Schön, dass du einschaltest. Werde halt besser. TH, du bist viel zu schlecht. Wenn du besser spielen kannst, kannst du auch das Game bezwingen. Hab ich den... Nee. Hab ich den Schalter jetzt betätigt? Nein, sag wieder, ist noch nie... Da ist da noch einer. Oh, bitte geh... Tür geh auf, wenn ich gleich... da hinten bin. Okay, kurz überlegen. Wie mache ich das? Am besten auf jeden Fall so weit rechts wie möglich, damit ich einen Schritt vormachen kann. Aber hier komme ich jetzt nur dran gehangelt, ne? Naja, oder gar nicht drauf. Oh Gott. Nicht darüber hangeln. Nein, muss ich das machen? Oh, Mann, ey. Ja, auch supi. Auf jeden Fall supi, wenn ich das Game hier bezwungen habe. Wirklich. Ich habe keine Lust mehr drauf. Das Level, ja, das Level ist wirklich terrible. Das ist so krass. Hast du das schon mal gespielt, Kev? Computer sagt vielleicht. Okay. Okay, here we go. Spring. Bitte, danke. Yes! Dankeschön. Ich hab schon lange her. Ja, vielleicht kannst du... Ach, bin ich so dumm. Oh, mach mich das Level fertig. Vielleicht kannst du mir bei manchen Stellen weiterhelfen. Und hast noch so ganz, ganz leichte Erinnerungen an dieses Game. Ich habe es auch schon öfters gespielt, aber ich vergesse es immer wieder. Anscheinend will ich mich nie dran erinnern. So, geh mal in diese Richtung hier. Dankeschön. Zweite Maske. Jetzt noch zwei. Diese Kack-Panzersteuerung. Mann, Mann, Mann.
So, da geht's weiter. Ich mich erinnern kann gerne. Ja, gerne. So. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Also hier waren wir doch vorhin schon mal. Hier sind diese Mücken. Die sind eingesperrt. Nein, jetzt nicht mehr, natürlich. Oh. Okay. Wir haben die zweite Maske. Wir sind nochmal hier. Jetzt brauchen wir noch zwei. Paket. Oh, Joris, ich glaube, das wird nie ankommen. Wie lange ist das jetzt schon her? Joris. Okay. Nächstes Rätsel. Boah, Kev, weißt du, wie oft ich das schon gesagt habe? Ja, genau so sieht's aus. Kev versteht mich. Ich habe die PlayStation-Version nie durchgezockt, wegen den scheiß blauen Safe-Kristallen. Ich habe das irgendwann, wie gesagt, das erste Mal, wo ich es wirklich durchgezockt habe, war auf PC-Version. Und das war dann in irgendeiner Zeitschrift oder so drin, auf einer CD. Danke, einer, mit der mich mal hier versteht. Okay, das scheint mir ein Labyrinth zu sein. Ja, aber nur mal bei einer Pause gesehen. Boah, wann habe ich Celeste gezockt? Das ist auch schon, ich glaube, 5 Monate oder so her. Ein halbes Jahr knapp. Da wollte ich mir bei Amazon Niveau bestellen, aber es kommt irgendwie nicht an. Ist immer noch in Zustellung. Ich muss schon die ganze Bestellung runterscrollen, bis ich dann das Paket mit Niveau finde. Meinst du die, Kev, meinst du die PlayStation-Version? Die PlayStation-Version? Ding ist war aber, glaube ich, beim 3er mit dem Speicher. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bei 4er und 5er konntest du ja schon von Haus aus speichern, wo du möchtest. Dann gab es auch ein komplett anderes Inventory. Und, ja. 1 und 2 habe ich nie auf der PlayStation. Ich hatte mein erster Teil. War tatsächlich Chronicles, der 5er, und danach kam der hier auf PlayStation. Und Chronicles habe ich durchgespielt. Das war nicht so schwierig. Also das Tomb Raider 5 ist das. Auch übrigens mein erstes PlayStation-Game. By the way. Wirklich. Danke, Mom. Wo muss ich lang? Wo muss ich denn lang laufen? Wo geht's denn hier weiter? Ich will das Ziel erreichen. Ist ein Kotzen. Ja, auf jeden Fall. Es war ja schon allein schon schwierig, ohne Komplettlösung das Game an sich durchzuspielen. Ne? Du weißt genau, was ich meine, Kev.
Allein schon wieder hier, ja, dann, das ist wieder so ein Moment, wo ich auch schon immer gesagt habe, das ist jetzt der Moment, wo ich so die PlayStation bzw. das Spiel für ein paar Wochen liegen lasse, dann nochmal diesen Safe-State lade und dann irgendwo 20 Meter weiter laufe und ich denke, what the fuck, das hast du nicht gesehen, dass du da weiter musst. Mann. Okay, ich muss mit Systematik hier alles absuchen. Nicht willkürlich. Ja, Joris, ich bin auch da, Gamescom. Samstag. Samstagmorgen. Ich denke mal so 10, 11 Uhr. Auf jeden Fall vormittags. Es ist Crash Bandicoot. Crash Bandicoot kam kurz danach. Ich kann da jetzt nicht sagen, welches. Mein zweites oder mein drittes Game war wirklich nicht mehr. Ich habe noch einen größeren Bruder gehabt. Und von dem habe ich natürlich, wenn der sich einen PlayStation 2 gekauft hat oder sowas, habe ich natürlich seine PlayStation 1 bekommen mit mega viel Spielen. Davon musste ich einige abgeben an meine Mom. Wie Resident Evil. Weil, meine Mom war schon sehr streng, was FSK angeht. Das ist echt sehr streng. Ich weiß nicht. Also, ich habe damals auch Grandia gespielt, da war ich 14. Und Grandia wurde damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, JRPG. Ist auch eins meiner Lieblings-JRPG, wo es gibt, auf PlayStation. Das war damals ab 16. Und ich habe es auch nicht so richtig verstanden, weil da ist kein Blut oder sowas. Vielleicht, weil es halt ein bisschen komplizierter ist, was die Handlung angeht. Aber jetzt nichts, was ich jetzt sagen muss, warum ist das jetzt ab 16? Und das habe ich zu meiner Mom nie gesagt und habe die Hülle immer versteckt. Irgendwann habe ich sie ihr mal gesagt gehabt und ja, habe ihr auch den Grund dafür gesagt gehabt. Und sie hat dann gesagt, ja gut, okay, solange kein Blut oder sowas spritzt, ist ihr das egal. Und das ist es ja nicht bei Grandia. Da geht es ja um Strategie. So, ich laufe einfach mal wirklich vielleicht, also für hier Systematik zu finden, ne? Also wirklich. Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall mit den Luftgeräuschen immer lauter. Vielleicht ist das ein Hinweis. Hast du damals ein Lösungsbuch geholt? Ich glaube, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mal ein Gameplay so gesehen. Aber das ist auch sowas. Dann machst du das Spiel an. Du weißt nichts mehr vom Gameplay, was du gesehen hast, ne? Aber, so. Ich habe es, glaube ich, schon irgendwie ohne Lösungsbuch so halbwegs durchgezockt. Wie gesagt, vielleicht eine Erinnerung durch ein Gameplay oder wo ich mal durch einen Freund gesehen habe. Früher hat man ja auch viel zusammengehangen, wo Internet noch nicht so war und hat dann einfach zugeguckt, wie die anderen spielen. Das war das frühere Twitch, ne? Das hat man alles auf der Couch gemacht mit ein paar Freunden, Chips und Cola, ne? Und vielleicht deswegen. Ich kann da nicht 100% sagen, ob ich ohne Hilfe das komplette Game durchgespielt habe. Das wäre, glaube ich, eine Lüge. Aber ziemlich. Genauso wie jetzt. Ich bin auch so ehrgeizig. Ich will jetzt kein YouTube-Video oder sowas sehen. Ich sehe auf jeden Fall da oben so Roll-Spike-Ding hier. Das helfen wir mal. Vielleicht sind wir hier sogar richtig. Dafür bin ich zu ehrgeizig tatsächlich, für immer so helfen zu lassen. Ja, das bleibt anscheinend stehen. Mann. Ich weiß nicht, was du meinst, ist doch nicht gruselig. Meinst du Resident Evil? Joris. Hinweisen, spielen kann ich. So, gehen wir mal zuerst hier rüber. Springen, versuchen drüber zu springen. Wohl nicht.
Gott. So. Ich speichere mal hier ab. Das ist, glaube ich, einfach so ein Hin und Her. Erst das auslösen lassen, dann das auslösen lassen und so weiter. Und das mit Panzersteuerung. Okay. Yep. Up. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Das war nicht schlecht. Und weiter geht's. Wir versuchen mal hier so ein bisschen schräg. Jawohl. Und nochmal zurück. Schön. Schön elegant. Lara, hast du toll gemacht. Dankeschön. Dritte Maske. Jetzt noch eine. Ah! Was soll das? Das tut doch weh. Oh, oh. Oh, da machen wir einen Köpfer, ha? Huh? Nee, das ist, glaube ich, kein Platz für einen Köpfer. Oh! Ja, knapp. Sie hat angesetzt. Jetzt wissen wir auch, wo wir sind, ne? Da waren wir ja vorhin drin, haben uns gewundert, warum wir da nicht weiter können. So, safe. Oh, Leute, ich muss ganz kurz mal auf Toilette. Ich mache mal gerade ganz, ganz kurz 5-minütige Pause, sobald ich dann nochmal in der Lobby bin. Ja, genau hier. Ich nenne das jetzt einfach mal die Lobby hier. Und ihr holt euch auch dann gerade bitte was zu trinken, was zu snacken, falls erwünscht. Ja, und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, bis gleich. Hey, First Try! Mega Man First Try, Leute! Glaub an dich, Christi. So, bitteschön. Wir glaubt an dich. Glauben alle an dich, Christi. Ob mal Papier. Halt dein Ort! Die Age! Oh! Sorry! Ach, ist Mann, ey. Glaub mal an dich. Glaub mal an dich. Achtung vor dir, Monster. Oh. Ich bin so ein Depp, nat. Say nothing. Please. Say nothing. Ich fall da noch auf diesen scheiß Bait rein, ehrlich. Oh nein. Oh. Nein. Lass ihn nochmal spawnen, spring nochmal zurück und guck, ob du. Nice. Danke. Das hätte ja, ich jetzt nicht gemacht. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so wie du. Ne? Das heißt so, das heißt. Nicht. Hey, hey, hey. Ja, was denn? Den kann man übrigens abschießen. Sag ich nur, ne? TH? Ja. Da muss man wieder lachen, das sehe ich doch. Also wir haben Grins.
Ja, macht das Spaß. Macht dir das Spaß, du kleine Grätzekatze, ja. Ja, Genugtuung. Du Vogel. Ich Genugtuung. Ich mute dich gleich einfach, wenn ich das Level schaffen möchte. Scheiße, ich habe nur noch 3 Leben und ich habe keine Coins. Warte mal, Pommespizza, die war aber nix. Boah, come on. Ah, wenn ich schon Pommes höre. Oh, Pizza. Ah, nee, das muss echt nicht sein. Besonders dann tiefgefroren oder so, ja? Genauso wie Mikrowelle Pommes. Wer ist auf die Idee gekommen? Das ist doch echt schon ein bisschen eklig. Also Backo und Pommes gehen auf jeden Fall, ja. Aber auf der Pizza, oh, hier fängt es wieder an, ein bisschen zu lecken. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Auf der Pizza ist sie dann doch auch aufgeweicht durch die Tomatensoße. So, Leute, da bin ich nochmal. Nochmal kurz was zu Pommes auf der Pizza. Ja, Resident Evil. Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, meine Mom hat das ein bisschen anders gesehen damals. Damals war auch ganz anders mit den FSK-Regeln, ja. Im Gegensatz zu heute, ja. Wo alles wirklich nah an Realismus grenzt, ja, 4K und sowas, ja, und super geile Grafik, da war damals schon Pixelblut ab 16 oder so, ne. Weißt du, Tomb Raider ist Tomb Raider 4, meins, das schreibt so ein bisschen ab, eigentlich hier ist 3er, ja, weil ich das sozusagen am meisten gesuchtet habe, aber das 4er ist auch super geil, nur halt sau schwer, ist das schwierigste Tomb Raider, finde ich. Tomb Raider 4. Ja, genau wegen Ägypten halt, weil sie halt Archäologin ist, ja. Finde ich auch Tomb Raider 4 von der Umgebung, vom Level-Design, finde ich wirklich am coolsten. Aber wie gesagt, aus Nostalgiegründen, glaube ich, ist eher 3er so mein Favorit, weil ich das halt am meisten gesuchtet habe. Und immer wieder, wenn ich zocke, ich vergesse alles. So, Leute, machen wir weiter. Ups, das war falsch. Hier gehen wir drauf. Mal ein klein bisschen leiser, huh? So ist okay, oder? So, wir müssen noch den letzten Eingang finden. Schicken wir das hier dann rechts. Da waren wir noch nicht, ne? Hier. Rechts. Ja. Let's go. Bisschen lauter. So? Mach mal hier, den hier. Ist das okay? Oh Gott. Oh, was ist das? Okay. Das sind 2. Im Wasser ist auch so ein Ding. Besser, okay. Ja, bei mir reguliert sich es automatisch ein bisschen runter, wenn ich rede. Damit das nicht übertönt, sag ich mal. Da habe ich einen kleinen Filter rein. Also daran nicht irritieren lassen. So, richtig Moment loslassen. Oh, okay. Tomb Raider 4 habe ich übrigens nicht ohne Komplettlösung, das definitiv nicht. Aber okay. Da kann man Luft schnappen, das ist schon mal gut. Kommt auch so in alles zusammen jetzt, so. Alle Mechanics, was wir hier immer gelernt haben. Viel Jump and Run, Ausweichen und Wasser und Tod. Oh. Okay. What? Das war nicht richtig. Das war nicht korrekt.
Jetzt. Nice. Das wäre sehr gut. Gib Gas. Oh, nice. Das war auch sehr gut. Kein Damage. So, und hier machen wir ein Safe. Oh, schöner Ausblick. Und dann gehen wir nach links. Aua! Müssen wir da eigentlich hin? Sieht gut aus. Oh, Digimoni. Die brauchen wir. Aua, 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 ist das... Ich hasse Unterwasserlevel. Let's go weiter. Aber was ist hier... Ich versuche mal hier noch kein Damage zu fressen. Das Problem ist klar, ich habe noch 9 große Medipacks. Die will ich mal aber echt für den Endboss aufbewahren. Weil ich habe so, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß circa, wie der Endboss noch geht. Aber, oh Mann, das geht auch noch auf Zeit. Shit. Okay, da müssen wir Gas geben. Ich weiß nur, dass ich viel, viel Damage fressen werde beim Endboss. Aua. Aua, okay, okay, okay. Nehme ich mit. Schwierigkeit, oh, du, Joris, bei den Alten gibt's, glaube ich, keine Schwierigkeitsstufen. Hey, listen! Termine Leo hat ein Abo dagelassen, supergeil. Texel, 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 Samstag geht's rund. Feuer, Spiegelei, Dampflokomotive. Feuer, Spiegelei, Dampflokomotive. Das ist immer wieder gut. Hallo, Tammy. Danke für deinen Resub am 6. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Ja, Samstag treffen wir uns, ne? Dann geht's ab. Ich freue mich schon mega auf die Gamescom, Leute. So, das war aber keine Digimonie. Ich wollte eigentlich, die Uzimonie ist mir eigentlich im Prinzip Wurst. Ist mir Leona. Das stimmt, wie geht's dir? Ich bin nicht da, warum nicht? Oh, Schalter. Wenn das wieder irgendwas auf Zeit ist. Ich weiß jetzt noch nicht mal, was dieser Schalter bewirkt hat. Okay, hier können wir runter. Hier ist auch noch MP5-Money. Nimm ich. So, jetzt brauche ich erstmal Luft. Oh, shit. Da ist noch... Oh, kann ich hier Luft holen? Wie vorhin? Oh, nice. Oh, shit. Ja, gute Besserung. Wo kommt denn das auf einmal her? Ich hab 10. Eine opfere ich mal. Ich hab kein Ticket und hab Geburtstag. Oh, oh. Ja, gut zu wissen, Joris. Ja, Tickets sind ausverkauft, habe ich gehört. Gehen wir weiter hoch, da waren wir noch nicht. Sorry. Ja, da komme ich wohl nachher nochmal irgendwie zurück. Dann gehen wir mal runter.
Na, langsam geht das gut hier mit dem Kiten. Und hier, ja. Ist ein Gitter, wo ich nicht reinkomme, ne? Na, guck mal hier. Ah, ein bisschen gestreift. Okay. Oh, au, oh, geh doch da rein, was ist... Das ist, wenn ich mich zu viel lobe, ne? Da kommt nochmal das Karma. Hast du gedacht, ne? Ja, mir geht's gut. Alles supi. Ja, 27 Jahre, nee, genau, da kommt das im Alter, glaube ich. Oh, Tammy, viel trinken ist doch wichtig. Frag mal, küsst die. Grüße an Küsti. Okay. Okay, okay. Ich gehe nochmal da lang. Vielleicht habe ich hier was verpasst. Weil wir haben ja noch keine neue Maske jetzt hier entdeckt. Ich denke, hier muss irgendwo noch eine Maske sein. Wir haben 2. Wir brauchen 4. Wasser, Wasser, überall. Ja, und ich hasse es. Ich hasse Wasserlevel. Bitte Tanztag schon am Trinken. Was trinkst du denn? Wenn ich mal fragen darf. Oh, hier geht's weiter anscheinend. Und hier ist die Maske. Leute, guck mal hier. Wir haben es geschafft. Die 4. Maske. Nice. So, erstmal safe, weil es wird jetzt irgendwas passieren und ich werde auf jeden Fall drauf gehen, bevor ich die Maske in dieser Hand habe. Nachdem ich die Maske in der Hand habe. Das ist suspicious. Nachdem ich den Schalter betätigt habe. Okay, ich hab grad echt Schiss. Das ist so grausam, das Game. Dass irgendwas passiert noch. Komm. Egal. Es wird nichts passieren. Und der Schalter hat was bewirkt? Die Dinger sind schneller, oder was? Muss jetzt irgendwie nochmal rauskommen. Wasser, achso. Ja, natürlich, Wasser. Aua. Aua. Oh, wir können ja hier nochmal raus, stimmt. Hier, da muss hier noch offen sein, hoffentlich. Ja. Okay. So. Dann hier rum. Okay, ja, wie komme ich jetzt hier raus, ohne getroffen zu werden? Ist das dein Ernst? Auf jeden Fall hier rum. Komm, häng dich. Ich wollte mich gerade ducken und ich habe aus Versehen Look gedrückt. Nein! Und warum habe ich... Ich habe schon länger nicht mehr abgespeichert. Bitte sag mir, ich habe irgendwo abgespeichert in der Nähe. Okay, okay, das geht. Das geht. So. Wir haben die Maske. Nur um sicher zu gehen. 4. Ja. Okay. Dann... Let's go, Lara. Hier rum. Aber das war dumm. Nochmal von vorne. Wir gehen direkt durch, ohne Luft zu schnappen. Wir haben genug Luft.
So. Hier durch. Au! Aua, 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 das tat a little bit weh. So, nee, da hoch. Ups. So, dann hier rüber. Oh shit. So. Jetzt safe. Safe ist das beste Medipack. Macht Spaß. Muss man sagen. Jetzt duck dich doch! What the fuck? Ey, mach mich nicht sauer, Lara. Duck! Leute, ich mach das nicht mit Absicht, ne? Wirklich nicht. So. Wir gehen mal ein bisschen weiter hier rüber. Vielleicht ist hier besser. Jetzt! Boah! Wo ist Ducken? Ernsthaft jetzt? Duck! Ist auf Punkt. Das habe ich doch. Das ist Umsehen. Da muss das Ducken sein. Holy shit! Naja, stimmt. Ja, ernsthaft, ey. Ich bin so froh, dass ich das Game durchgespielt habe. Ah, komm. Es tut weh, aber. Machen wir. Guck mal, da haben wir nochmal eins bekommen. Hier. Easy. Das habe ich gewusst, übrigens. Aber hier ist, glaube ich, sonst nichts. Ehrlich jetzt? Wie komme ich denn mal zurück in die Lobby? Nur das Medipack hier. Wir müssen weiter hochkommen. Wir müssen da rüberspringen. Ja, da. Oh, shit. Ja, wie soll ich denn das machen? Ich muss da hochkommen. Oder? Gibt es noch einen anderen Ausgang hier? Das hier werde ich niemals schaffen können. Nee, never. Ja, shit. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Oder? Ups. Da ich ja Superbrain bin, machen wir einfach den hier. Nee. Wir machen den hier. Ja. Wo ist der Ausgang? Boah. Vielleicht doch hier runter? Nee, da komme ich nicht mehr rein. Das war ja so ein Ding auf Zeit. Das ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Aber... Oh, der hat die Tür da hinten, da unten nur zugemacht, oder? Habe ich gerade gesehen.
Oh, ist das so verflixt hier. Mann, Mann, Mann. Ich will zum Ausgang. Was hat der Schalter bewirkt, den ich betätigt habe? Neben dieser Maske. Was hat er gemacht? Aber da komme ich auch. Oh, what? Da geht's. Ach, da geht's um die Ecke. Okay, nee, da sind wir nochmal hier, stimmt. So. Vielleicht irgendwas da oben jetzt? Maybe? Oh, nee, nee, nee. Vielleicht. So, unten war doch auch eine Tür, die noch verschlossen war. Vielleicht ist das der Ausgang. Also hier und dann da runter. Ja. Ja. Okay. Let's go. Oh, Strömung. Schönes Ding. Ja. Hier ist die Lobby. Le Lobby. Und jetzt setzen wir einfach ein Save. Und dann die Masken. Oh yeah. Oh yeah. Oh shit. What? Ich treffe sie nicht. Oh doch. Ich hab sie getötet. Oh yeah. Und das letzte. Oh yeah. Oh yeah. Was passiert jetzt? Nichts. Hüsi. Bin natürlich noch so dumm und lauf dann rein, ne? Dann machen wir das nochmal. Nein. Nerven die. Komm schon, Lara. Du schaffst das. Safe. So, es gibt bestimmt noch einen Schalter zu betätigen. Wo ist der?
Popera. Leute, ich muss einen Knopf drücken. Ich finde den Knopf nicht. Plastik, Plastik. Drück de Knöpfle. Ja, who is de Knöpfle? Ja, geht's nochmal zurück? Come on, der muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Ja, hier komme ich nicht rein. Sehr wahrscheinlich geht dann das auf. Oder so, keine Ahnung. Alle Masken sind gesetzt, definitiv. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe jetzt alles abgesucht. Da ist nur mein Tod drin. Da ist nichts. Hier nicht. Da auch nicht. Komme ich da rein? Hallo? Nein? Okay. Da. Geh in Strahl. Ja, dann bin ich tot. Joris. Ich kann auch hier reinspringen, da passiert im Prinzip nichts, aber wenn ich unten reinspringe, bin ich tot. Ich gehe einfach mal kurz nochmal zurück. Da haben wir ja auch noch nicht alles gesehen hier. Da geht es noch irgendwie hoch, sieht man hier. Und da sind wir gekommen, ne? Gehen wir mal hier entlang. Oh. Oh nein, okay. Ich hatte gerade gemeint, wir sind jetzt dort. Aber hier ist was anderes. Ich rieche Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Come on, Diegel, mach. Easy. Diegel ist so gut, ne? Ehrlich. Was sind bestimmt noch? Ich höre da noch irgendwas. Ja, hier. Kommst du nicht raus? Oh doch, du kommst raus. Okay. Ja. Ups. So, wie viel haben wir noch? 10. Wow.
fast alles verschwendet. Gut, es waren drei dicke Mobs, ne? Also. Ich glaube, das war gut. So, wie komme ich da weiter? Irgendwas ist passiert. Oh, guck mal hier. Ich sehe es schon. Hier kann ich hoch. Wieso sehen sie nichts? Boah, dieses Level, ne? Das macht mich echt ein bisschen wahnsinnig. Seht ihr die Wahnsinn in mir wecken? Kann mich auf die andere Seite auch hoch? Nein? Okay. Aber kann ich dann von hier aus darüber springen? Oh nein, hier komme ich drauf. Moment. Hahaha. Oh, guck mal hier. Hier geht's weiter. Oh, schon wieder so Fackeldinger. Kein Problem. Kriegen wir hin. Nur wohin? Oh Gott, hier geht's runter. Oh, da gibt's so viele Wege jetzt. Wo muss ich denn hin? Hopp. Nice. Not bad. Okay. Das war was. Vielleicht die Plattform unter mir. Kann das sein? Ja. Die war, glaube ich, eingeklappt. Dann machen wir ein Save und laufen einfach mal die Kante runter. Oh, nice. Oh, das war. Oh, das war knapp. Zack. Ja, erst runter oder hoch? Da ist ja auch noch ein Eingang. Ja, jetzt laufe ich runter. Wenn nicht, muss ich halt nochmal hoch. Ja, das ist ganz schön tief. Das überlebe ich nicht. Dann brauche ich noch einen Schalter. Da ist übrigens noch ein Schalter und noch so eine Plattform. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, zuerst da hoch. Darüber. Schaffe ich das? Hopp.
Let's go. Das war, ja, nix. Nur ein bisschen so. Oh, ich... Diese Scheißsteuerung, ehrlich. Das ist immer wieder ein grausames Erlebnis. So, jetzt aber. Rüber mit dir, Lara. Nice. Wow, Fackeln und Uzimoni. Useless. Okay. Das war knapp, aber es hat geklappt. Schönes Ding. Hier ist auch ein Schalter. Okay. Kann es sein, dass ich den Schalter, wo da hinten ist, nochmal betätigen muss? Was anderes wird mir jetzt nicht einfallen. Oh nein, Moment. Da sind zwei so Tunnel. Waren wir hier schon? Yep. Scheinbar nicht. Unten bedeutet immer benutzt. Es gibt Wechselschalter, die kannst du nach oben und nochmal nach hoch machen. Es gibt auch Schalter, die kannst du nur nach unten machen. Die bleiben dann so. Aber unten bedeutet immer benutzt. Und jetzt sind auch die anderen. Ja, hier hinten. Kann ich dann anscheinend weitergehen? Holy shit. Okay. Zack. Safe. Nein, doch nicht. Shit, hab ich irritieren lassen. Oh doch, da unten. Okay. Jetzt hier rüber. Long Jump war gute Idee, super. Jetzt da rüber. Ah, wir kommen langsam auf den Boden. Nice. Ja, müsst ihr nochmal kommen. Nee, keine Diege für euch. Ja, das bringt ja nichts. Die kommen ja immer wieder. Nur, was muss ich jetzt hier machen? Hier habe ich einen Schalter bewegt. Ich gehe mal ins Wasser. Aber da ist nichts. Gut, da muss ich irgendwie nochmal hochkommen, denke ich. Oh Gott, hör doch auf. Lass mal meine Ruhe. Komm schon.
Nerven die. Wo war das jetzt nochmal? Hey Chorus, danke für dein Abo auf YouTube. Vielen, vielen Dank. Gib's doch nicht! Lass mal doch meine Ruhe jetzt! Das bist du schon lange. Warum hat es denn gerade erst angezeigt? Aber danke trotzdem. Komm, Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun? Oh. So, ich bin noch mal oben. Die müssen jetzt auf... Nee, die kommen noch mal. Oh Mann, nee. Komm, dann safe. Dann versuchen wir... da hochzukommen. Oh, ich sehe es. Ich sehe, wo wir hin müssen. Egal, wir haben ja oben gespeichert. Bin vorweggeratzt, scheiß Frühstück. Macht ja nichts. Ist doch schön, wenn ihr entspannt seid und mein Streamen schaut. Oh, Lara, bitte. Ich wollte da rüberspringen. Die stressen mich, diese Viecher. Wir können auch übrigens durch Wände, die haben Wallhack. Das habe ich nicht, das ist voll unfair. Wow, wow, da ist noch dein Kopf dran gestoßen. Sorry, sorry. Aber das versuchen wir nochmal. Das Game ist nicht leicht. Wisst ihr das? So, safe hier. So, Dankeschön. Mehr wollte ich nicht. Schalter betätigen. Und was ist jetzt? Muss ich jetzt nochmal hoch, oder was? Okay, okay. Das kriegen wir alles hin. Nein!
Leute, das ist doch nicht mehr normal. Was haben sie sich dabei gedacht, als sie sich das entwickelt haben? Ehrlich. Emotional damage! Oh, Gregorius, schönen Abend dir. Wie geht's? Was macht dein Urlaub? Lass mich da hoch. Lass mich. Also ist gar nicht stressig oder so. Es nervt auch gar nicht. Also wirklich gar nicht. Das war super Luck. Entschuldigung, das war supra Luck. Das ist ein Level über super. Melodiekind, einen schönen guten Abend, wie geht's? Schön, dass du einschaltest. Ja, sitzt gerade am Strand. Oh, nice. Ja, lass dir gut gehen. Ja, mir geht's auch gut. Alles super. Alles Beste. Emotional damage! Emotional damage. Aber ich hab nichts mehr für die Shorty. Für die gute Shorty. Ja, super, ne? Läuft wirklich super. Also dein Urlaub läuft gut, das freut mich. Hier läuft auch gerade alles wunderbar, Schloch. Sorry. Ich weiß noch nicht mal, was ich machen muss jetzt. Da war doch... Ich hab doch den Schalter... Oh nein. Leute, sagt mir nicht... Das geht wieder irgendwas auf Zeit. Hier. Emotional damage! Das ist nicht mehr lustig, Gregorius. Das ist nur noch traurig. Ich will das Game wirklich beenden jetzt. Das Level ist echt... Ultra AIDS. Ich komme mal in Tod. Ja, das wird noch öfters passieren. Das war kein Zufall. Niandra, schönen Abend dir, wie geht's? Schön, dass du einschaltest bei meiner Verzweiflung hier gerade. What the fuck? So, jetzt machen wir den hier nochmal. Hep. Hey. Und danke für dein Follow, Niandra. Schön, dich hier zu haben. Dankeschön, das freut mich. Das jetzt... Nee, hier muss doch irgendwie dann irgendwann gleich die Tür hier aufgehen, oder? Melody Kind, danke auch für dein Follow. Auch schön, dich hier zu haben. Dankeschön. Oh, Leute. Heute läuft's echt gut. Ich muss das Spiel neu starten. Sorry. Aber das ist schnell gemacht. Sandra? Alles klar, mach ich. Schön, dich kennenzulernen, Sandra. Oder Spieler? Jein. Also ich spiele bestimmt noch ein paar andere Tomb Raider Games, ja, aber danach jetzt nicht direkt. Danach kommt Nightmare Reaper bei mir dran.
So. Haben wir diesen Schalter betätigt? Ja, der ist unten, oder? Ich hoffe es. Und warum? Die Mücken sind weg. Aus irgendwelchen Gründen sind die Mücken gerade weg. Das ist aber gut. Wenn Fürstdruck. Black Eisbrot, dir auch einen schönen Abend. Auch danke dir für den Follower. Was meinst du, welche Worte von gestern? Meinst du, weil ich gehofft habe, ja? Das ist nicht, ich habe nicht gesagt, wir werden das Game zu Ende spielen. Ich habe gesagt, ich hoffe, wir werden es zu Ende spielen. Das ist das Letzte, Sandra. Das ist das Letzte vor dem Endboss. Uli-Schlüssel? Ich weiß nicht. Melodiekind? Ich habe jetzt nicht genau geachtet auf die Gegenstände, wie die heißen, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist jetzt die Frage, ja gut, ich habe den Schalter jetzt da unten betätigt. Also den hier, den ihr jetzt am rechten Bildschirmrand seht. Ja, also hier bei mir an meinem Kopf, ja. Diesen Schalter haben wir, klick, haben wir betätigt. Was ist jetzt passiert? Kann sich einer daran noch erinnern? Den habe ich ja gesagt, bei dem Raid von Dr. Miguel, das Konzept. Und dir. Ach so! Ach so, du meinst Boschi, weil ich gesagt habe, wegen Boschi. Ja, Donnerstag ist Boschi. Ja, ich versuche, falls ihr es nicht wisst, ich versuche Boschi zu speedrunnen. Ja, kommt deswegen donnerstags gerne nochmal rein. Dann versuchen wir unsere PB zu schlagen, die momentan bei 1,28 liegt. Ich bin mal gespannt. Kommt gerne rein. So. Jetzt aber nochmal zurück, Leute. Was muss ich machen? Sorry, hab Alzheimer. Wir haben Verbindung, du hast wegen den Schlüssel gefragt. Ich weiß nicht, ich habe gesagt gehabt, ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie die Items heißen. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Uli-Schlüssel du redest. Vielleicht kann es sein, dass der auch noch kommt. Aber echt Leute, ihr könnt mir jetzt helfen, bitte. Ich habe diesen Schalter betätigt, der da unten ist. Was passiert jetzt? Was muss ich machen? Grüße zum zweiten. Ja, hallo Mr. Nice. Schön, dich aus dem Look hier zu sehen. Bist du immer noch nicht weiter? Hast das Level immer noch nicht geschafft? Ja, ich weiß, Mr. Nice. Ich will es auch zu Ende bringen, aber das Level ist echt Krebs. Wirklich richtig Krebs. Er hat gemeint, da wäre ein Steg. Grüße zum dritten. Grüße zurück und fühlt euch alle gestreichelt, ja? Wie bei Mr. Nice, fühlt euch gestreichelt. Oh Mann, ey. Oh, Leute. Dieses Game. Egal, wir haben es so weit geschafft. Ich werde es jetzt natürlich auch zu Ende bringen. Aber das Level kotzt mich echt an, ein bisschen. Das ist echt nicht schön. Da hinten kommen wir noch irgendwie rein. Nur wie? Also unterhalb. Oberhalb war auch schon ein Schalter, den wir betätigt haben. Ja, das ist, die Kriechgänge führen auch zu Schalter, die wir auch schon betätigt haben.
den hier da hinten, da, also links, der hier haben wir betätigt. Hier war, glaube ich, auch nur ein Medipack oder so. Irgendwo. Ich gehe nochmal. Ich habe hier gespeichert. Ich versuche nochmal ein bisschen runterzukommen hier. Und guck mal von hier aus. Oh, ich glaube hier. Oh, Leute, ich sehe es. Guckt mal, da kann man sich hangeln. Unter dieser Brücke. Oh, okay, nice. Ja, das ist nice. Nice. Aber so komme ich, glaube ich, nicht darüber. Da muss ich, glaube ich, diese Plattform irgendwie nochmal hochbekommen. Nur welcher Schalter war das jetzt, ne? Ja, ja, kannst du knicken. Okay, aber wir wissen, wie es weitergeht. Das, was T-Jax sagt. Immer. Ja, okay. Dann versuche ich jetzt einfach mal hier oben random mal nochmal einen Schalter zu betätigen. Das sind bestimmt Wechselschalter. Also wie gesagt, es gibt Wechselschalter in diesem Game. Die kannst du nach unten und nach oben nochmal ziehen. Es gibt auch nur Schalter, die du nur nach unten ziehen kannst. Ja, und unten bedeutet immer benutzt. Den hast du schon benutzt. So schlau bin ich schon geworden. So. Ja. Wechselschalter. Und mal gucken, ob das... Oh, ich bin so gut. Oh, bin ich so gut. Guckt euch das an. Ah, oh, das ist ja super. Emotional Damage. Danke, Joris. Emotional Damage. Go to the dishes. You're too slow. You're too slow. Ja, war das. Danke, Mr. Nails. So. Darunter. Ich weiß nicht, ob so ein Jump vielleicht am besten ist. Also jetzt einfach nur gerade nach oben. Also geradeaus jumpen. Hier so. Und... Nice! Das hat geklappt. Dankeschön. 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 Ja, da kann man mal klatschen. Vielen Dank, Sandra. Vielen, vielen Dank. Ja, dankeschön. So, Progress, nächster Schalter. So, was für ein Geräusch war das jetzt? Langsam ist es nochmal gut mit diesem Schalter hier. Also das große Ziel ist ja sehr wahrscheinlich da unten das Tor offen zu bekommen. Das ist jetzt gerade aufgegangen. Nice. Ja, und hier runter bedeutet Tor. Das kann ich jetzt schon riechen. So, machen wir ein Safe hier. 430 Saves oder so. Holy shit. Dann gehen wir mal hier rüber. Und dann gehen wir auf die Brücke. Und dann müssen wir nochmal irgendwie hier rüberkommen. Jetzt war da hinten hin. Da komme ich, glaube ich, safe runter. Ach, warum nehme ich Anlauf? Zack. Komme ich hier safe runter? Nein! Oh nein, ich muss den Schalter nochmal betätigen, oder? Welcher war das? Das war da hinten der. Ja. Ja, 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 ja. Ich verstehe, ich verstehe. Ist okay. Hier gerade nochmal ein Safe. Und dann müssen wir hier rüberkommen.
Ja, Sandra, du kannst mich auch gerne dran erinnern. Ich sage immer wieder, erinnert mich bitte zu speichern, wenn ihr denkt, oh, THXL. Bitte denkt dran zu speichern. Werbung. Ja, Joris, ich habe die Werbung, habe ich jetzt wirklich zum Minimalsten, also wirklich das Minimalste vom Minimalsten angepasst. Ja. Wenn ihr es komplett ohne Werbung gucken möchtet, gerne ein Abo dalassen. Prime ist natürlich umsonst. Dankeschön. Vielen Dank für euren Support. Und denkt an, ja, wenn ihr im dritten Monat abonniert bei mir, bekommt ihr ein kleines Geschenk nach Hause geschickt von mir. Und das muss nicht fortlaufend sein, ja, ihr könnt jetzt abonnieren, dann kommt ihr in 3 Monaten nochmal und abonniert und dann kommt ihr nochmal in 3 Monaten abonniert, ne, dann kriegt ihr trotzdem ein kleines Geschenk von mir. Sobald hier bei mir steht, 3 Monate, also das heißt hier in Folge, ist ja aber dann nicht in Folge, es wird dann trotzdem angezeigt, dass ihr mindestens 3 Monate abonniert, dann kriegt ihr ein kleines Geschenk von mir. Und es kommt echt gut an, es freut mich echt über euer Feedback. Und es ist auch egal, ob Prime oder normal, ja? Ich weiß nicht. So. Hab ich jetzt... Oh, Lever, Mann, komm, wir schaffen das noch zusammen. Mach einfach bitte... das, was mein Kopf sagt. Meint. So. Boah, ich check's nicht. War das jetzt schon wieder falsch? Ich muss ja gucken, dass da unten die... also die hier, die zwei da unten... hoch sind. Oder ist das der... das ist der falsche Hebel. Ich muss doch hier rüber. Ach, Leute. Ach, Mist. Ich muss den hier bewegen. So, bitte. Emotional damage! Emotional damage. War das jetzt richtig? Bitte. Ja, das war richtig. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. I appreciate that. Ich hab Angst. Okay. Da kommen bestimmt gleich ganz viele Gegner. Ich riech das doch. Und hier ist Wasser. Kann ich tauchen? Ja, aber nicht wirklich was Interessantes hier. Außer ein Spalt, wo ich nicht reinkomme. Sehr wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, war klar. Das will sie nicht. Alles klar, Joris. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Oh Leute, kann mir jemand sagen, wie lang das Level noch geht? Es geht ja fast so lang wie das komplette Game. Na gut, wenn du nicht so viel sterben würdest, hättest du es schon längst durchgespielt. Ja, dankeschön. God damn it. Wow. Oh, Sandra, sag mir nicht, dass der Uli-Schlüssel hier reinkommt. Geht eigentlich nicht mehr lange. Oder Melodiekind. Ist das... Da brauche ich irgendeinen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Komme ich da nochmal runter ohne... Wow. Den findest du bestimmt beim Tauchen. Das ist schon mal ein Hinweis. Dankeschön. War am Anfang von dem Level. Achso, okay. Am Anfang von dem Level, das war schon letzte Folge gewesen. Wir sind hier schon wieder, in diesem Level schon wieder über 3 Stunden fast. Das sind Levels heute. Nicht da Level 2, 3 Minuten oder 10 Minuten oder so. Ja, das sind Levels. 3 Stunden hängst du an einem Level hier. Oder 4 oder 5 oder 30. Ich denke, ich muss hier irgend noch was machen. Kann ich die bewegen? Da hier findest du ihn bestimmt beim Tauchen. Ich denke aber nicht hier, oder? Speicher nicht vergessen. Vielen Dank. Ja, jetzt bin ich stuck. Okay, nee, alles gut. Okay, ist auch noch. Dankeschön. Aber hier ist doch noch irgendwas. What the fuck? Oh, hast du mich erschreckt? Holy shit! Aua! Ja, 3D Nummi. Wow. Starker Auftritt, Boy. Ja, ein paar Jahre, wo ich gespielt habe. Okay, alles klar, lass ich ihn auf meine Aussage. Trotzdem, ich muss ja auch alles ausprobieren. Wenn du einen Geistesblitz bekommst, irgendwie. Ah, guck mal, dieser, da hast du was übersehen oder sowas. Gerne raus damit. Hier bei diesem Game gerne. Dürfte mich spoilern. Sonst mag ich das nicht so gerne, aber da. Ich bin froh. Leute, ich bin ehrlich froh, wenn ich das durch habe. Ehrlich. Oh! Guck mal hier. Ein Schlüssel. Wie heißt der denn? Guck mal. Sandra. Was sagst du dazu, hä?
Melodiekind, sorry, Melodiekind, was sagst du dazu? Da ist er doch, der Uli-Key. Der Uli-Schlüssel. So, jetzt müssen wir nochmal diesen Eingang finden. Ja, der sieht cool aus. Ich finde, der sieht cool aus. Hat was. Oh ne, hier sind wir hergekommen? Okay. Aber ich glaube, ich weiß, warum du gemeint hast, du warst schon ein Level weiter. Ein Level weiter ist, glaube ich, der Endboss. Was dich vielleicht irritiert ist, da gibt es zwei Wege am Anfang von diesem Level. Und ich habe da zuerst diese Masken alle gesammelt und dann wusste ich nicht mehr weiter. Und da bin ich in die andere Richtung gelaufen. Jetzt war das gar nicht mal so dumm. Weil jetzt kann ich hier einmal den Schalter betätigen, damit das Tor aufgeht. Und einmal der gute Uli-Schlüssel benutzen, damit irgendwas Cooles passiert jetzt. Und was ist jetzt passiert, außer dass der Strahl ausgegangen ist? Wo kann ich jetzt hier rein? Ich kann jetzt hier rein. Leute. Ich kann jetzt hier rein. Can it be? Nice! Endboss time! Und Cutscene. Wir haben Cutscene. Manchmal haben wir Cutscene, manchmal nicht. Da ist der Penner. Das ist der Meteor, wo auf die Erde geschlagen ist und diese Artefakte draus gemacht worden sind. By the way. Falls ihr es nicht mehr wisst. Er hat sich jetzt geopfert. Ich empfehle die Desert Eagle. Ja, die ist jetzt leer, Melodiekind. Oh Gott. Und das ist Endboss. Oh, er sieht so eklig aus. Ugh. Lost City of Tinos. What? Eine Stunde sieben... Ja gut, es erzählt halt nicht, wenn ich gestorben bin, ne? Hier steht jetzt eine Stunde 37. Wir haben über drei Stunden an diesem Level gebracht. Bestimmt. So, ich weiß noch circa, was ich zu machen habe. Circa. Also auf jeden Fall weiß ich, dass ich diese Artefakte nochmal einsammeln muss. Nur, ich muss ihn die ganze Zeit irgendwie kiten. Ich muss mal gerade ausprobieren, ob das so einfach geht. Ohne, dass ich jetzt sterbe. Na, natürlich nicht. Ja. Genug Schuss bekommst du es easy hin. Ich muss ihn, glaube ich, zuerst irgendwie, K.O. machen, bevor ich die Artefakte einsammle.
So, jetzt gucken wir mal, was wir da noch haben. Wir haben Shotgun 6, wir haben Desert Eagle 3, Uzi, wir haben die MP5 und wir haben, ja, Rocket Launcher. Ja, hol mal den Rocket Launcher. Und da haben wir schon 3 Stück verschwendet und ich bin tot. Da bin ich wieder. Hallo Tami, zum besten Zeitpunkt, zum besten Blockbuster-Zeitpunkt. Wir sind beim Endboss. Schieß auf ihn, bis er K.O. geht. Ich nehme die mal die MP5. Bei der MP5 ist halt blöd. Oh, ich darf ihn nicht schießen lassen. Der macht mich direkt kaputt. MP5 ist halt blöd, weil du kannst nicht laufen und schießen. Aber das ist, die haut ein bisschen Damage rein und ich muss einfach nur in Ruhe kiten. Oh shit. Lass mal ihn mal ein bisschen vor. So. Come on! Bin ich dumm? Diese Kacksteuerung. Okay, aber so kriegen wir auf jeden Fall mal das erste Artefakt. Und dann speichern wir nochmal. Halt, kurzer Moment, Leute. Muss mich mal gerade kurz ein bisschen fokussieren und konzentrieren. Da gucke ich gerne nochmal in den Chat. Wow. Okay. Renn, Lara. Oh, hast du mir gerade einen Schrecken eingelagt? Holy shit. Okay. Wir haben Artefakt Nummer 1. Okay, ich muss erst versuchen, darüber zu kommen. Hier ist Artefakt Nummer 2. Komm. Okay. Du bist so aufgeregt. Du bist so verdammt aufgeregt. Und da machst du Fehler. Go to the dishes. I will send you to Jesus. Auf jeden. Heute wird's beendet, Leute. Heute wird es beendet. Meine Damen und Herren. Oh shit. Warum sind jetzt alle 3 Artefakte nochmal da? Ah ne, es sind ja 4. Sorry. Okay. Let's go. Artefakt Nummer 2. Ja, stick it. Run. Sehr gut, Mädel. Dann sammle 1 bis 2 Artefakte, dann steht er auf und schießt. Immer wieder, wenn er K.O. geht, dann kannst du 2 Artefakte sammeln, wenn er down ist. Okay. Danke für den Hinweis. Aber ich glaube, das ist mir zu stressig. Ich glaube, wir kriegen auch so hin. Das ist mir dann echt sauerstressig. Wir haben ja jetzt noch 2. Ich habe noch 96 Muni und ich habe bestimmt noch irgendeine Waffe, wo ich das verwenden kann. Oder wir sammeln jetzt wirklich alle 2 hier auf einmal ein. Mal gucken. Erstmal ein bisschen drauf. Diese Autofokus-Lava ist dumm.
Autofokus, Lava ist dumm. Und bis du da bist, bist du K.O. Oh, ich darf keinen Step machen mit der MP5. Mal schauen, ob das funktioniert. Muss halt gut. Gut timen. So, und ich glaube, ah, shit, das letzte war. Ah, nee, schaffe ich nicht so. Egal. Eins noch. ...37 Muni, das heißt, ich ballere jetzt sowieso zuerst mal meine Muni leer mit der MP5. Lauf! Sehr schön, Lara. Machst du gut. So, safe. Und dann, was haben wir noch? Die Diegel, 3. Take it. Vielleicht... War's das schon? Oh! Oh, er ist... Er sagt das doch! Jetzt haben wir die Artefakte. Und jetzt ist er verwundbar, ne? Irgendwie sowas war es jetzt, oder? Erstmal safe. Oder ich muss... Nee, Moment, ich muss den Meteor zerstören, oder? Oder... Er ist nämlich noch eine Diegel. Oder? Geht er jetzt einfach drauf. Lara, geh doch zur Seite. Ihn zerstören. Exterminate. Exterminate. Was haben wir noch? Ah, Uzi. Machen wir noch ein bisschen Uzi drauf. Yes! Oh, ich muss noch zum Ausgang. Ich muss noch zum Ausgang. Leute, Leute, Leute. Ja, Hammer. Ja, Hammer. Haben wir geschafft? Okay. Jetzt noch ein dummer Sprung. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch wie ein Schnitzel. App. Dankeschön, Lara. Ja, dankeschön. Ja, gerne. Da kann man gerne auch mal klatschen. Vielen Dank, Tommy. Das ist lieb. So. Okay. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Oh, okay. Hm.
nicht so weit vielleicht, so. Safe. Safe übrigens, gutes Stichwort. Oh, okay. Wohin? Oh, da dran, ich sehe es. Nee, zuerst hier rüber, denke ich mal, ne? Ja, holy shit. Okay. Okay. Oh, das ist echt... Ich sehe es nicht. Wo ist die Plattform? Hier. Gut, letzter Save, glaube ich, Leute. Allerletzter Save. Yes. Yes. GG. Easy going. Das Game war so einfach. Easy Game, ehrlich. Ach, Leute. Oh, oh, ist noch nicht vorbei? Okay. Ja, dich krieg ich noch. Easy. Er muss noch einen draufsetzen jetzt. Ah, der hat sogar Deagle Money für mich. Oh. What? Er will noch auf die Fresse. Ja, hier. Oh, der darf mich nicht kriegen. Er hat mich... Ich hab gerade auf ihn geschaut. Nein! Ach, verdammter Mist. Das muss jetzt natürlich noch kommen. Der Quatsch hier. Ja, easy bestimmt. Ja, dankeschön. Das wusste ich nicht mehr, dass das noch kommt. Ich war jetzt echt schon in der Endcut-Szene. Uff, zu wenig kommt nicht. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes. Danke, Melodiekind. ja, ich habe aber wirklich sonst nichts. Harpune habe ich, aber ja, komm. Kann ich auch die Bissets nehmen. Was ist eigentlich, wenn ich einfach nur durchlaufe? Nee, komm, das fangen wir nicht an. Gib mir zuerst die Digimoni, die du droppst. Ja gut, nee, das bringt so nichts. Sorry, Leute, ich wollte es gerade ausprobieren, aber scheiß drauf. Scheiß auf die Digimoni. Wir machen das so. Und wir machen noch einen Save. Ich versuche zuerst der mit, ja, der jetzt gleich rauskommt und danach kommt ja der Flammenwerfer-Typ, den zurück zu fokussieren. Okay, dann nehmen wir noch ein leichtes, dickes Medipack. Ja, komm, gib mir Play. Ich heile das aus. Nächster. Oh, ist noch ein Flammenwerfer-Typ. Easy. So, noch jemand auf die Fresse? Come on, da ist bestimmt noch jemand. Komm schon. Keiner? Oder so ein Monster noch, ha? So ein Monster noch? Ich höre doch noch jemand hier. Hier.
So. Ziemlich dunkel hier. Sind die alle hier rausgekommen, oder? Bestimmt, ne? So, zum Heli. Hier entlang. Denke ich mal. Da kommt er. Da kommt der Heli und rettet mich. Muss ich dann noch irgendwie auf... Oh, jetzt sag mir, ich muss den Airport noch irgendwie aufbekommen. Okay. Ist ja okay, Game. Ich suche noch einen scheiß Schalter. Nee, Airport ist offen. Okay, ich muss einfach nur warten, bis er landet. Ich wollte gerade sagen. Safe. Warum safe? Endgame. Ohne Cutscene. Ohne Endcutscene. Ja, das macht Spaß. Super, genau das meine ich. Manchmal bekommen wir Cutscene, manchmal nicht. Wir bekommen nur Sound. Also, enjoy the sound from the end Cutscene. Vielleicht bekommen wir ja wenigstens Squirt ist. Aber das war's mit Tomb Raider 3, liebe Leute. Ich freue mich. Nächste Woche Dienstag heißt Nightmare Reaper. Da bin ich schon sehr gespannt. Guckt mal auf Steam nach. Es ist echt ein lustiges Game. Nightmare Reaper ist ein Doom-like-Game. Ja, das sind die Charaktere. Sind so pixelartig. Und die Umgebung ist aber voll gerendert. Das sieht echt sehr, sehr lustig aus. Dankeschön. Ah, so, schau mich hin, Loco, alles klar. Und du, THX, komm morgen mal rum. Gute Nacht, alles klar. Bolzi. Dankeschön. Oh, wir haben noch nicht mal... Oh, ja, wir haben ein hübsches Bild. Ah, doch, das sind die Credits, okay. Und dann dir morgen eine gute Schicht. Gates regelt. Danke, dass du da warst. Ne? Das, den, Ei, natürlich, muss es sein, oder? Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Secrets gesammelt hast, hättest ein geheimes Level frei. Ja, ich weiß, ich kenne das Level. Ich habe aber nur ein Gameplay gesehen. Ich werde keinen. Ich werde niemals. Erstens mal werde ich niemals Tomb Raider Speedrun. Ja, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, hier guckt euch meine feinen Stats an. Ja. Und die dritte Sache ist, ich werde auch keine All Secrets machen. Das ist. Guck mal, wir haben 8 von 59 gefunden. 8 von fucking 59. Nee, dafür habe ich nicht so viel Bock auf das Game. Aber nice. Schönes Ding. Au, Leute. Ich habe euch noch was versprochen. Wir machen noch ein Secret. Eine Secret Endmission. Das habe ich euch versprochen, dass wir das noch machen, bevor wir mit diesem Game komplett abschließen. Nur bei TR2. Oh, und dann nice. Auf jeden Fall Melodiekind, nice. Holy shit, auch beim 2, bei alle Tomb Raider Teile ist es so schwer, die Secrets zu finden. Ja, das ist ja die unsere Endmission hier, Tommy. Ich hab's euch versprochen, dass wir das noch machen. Ja, komm ran. Komm ran. So. Geh weg. Und. Seid ihr zufrieden?
Seid ihr beruhigt? Hat euch... Seid eure... Ist, sind die Bedürfnisse jetzt von allem befriedigt? Mit einem Quad davor muss ein Secret Way ging. Oh, okay. Dankeschön, Dankeschön. Das machen wir aber nicht. Das machen wir heute nicht mehr. Besonders ich... Meine Zeit ist jetzt auch vorbei. Hätte vielleicht gedacht, wenn wir es wirklich früher schaffen, dann machen wir noch einmal Trainingsparcours, aber lassen wir sein. Lassen wir sein, liebe Leute. Ja? Aber Dankeschön. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass wir zusammen Tomb Raider 3 miteinander gespielt haben. Und wir sehen uns jetzt am Donnerstag nochmal zu I Wanna Beat Boshi Speedrun. Ja? 80% Easy Mode DBO. Und ich rate euch jetzt noch. Bitte bleibt noch kurz dran für den Raid. Da kriegt ihr noch ein paar Coins. Da könnt ihr mich in der nächsten Folge nochmal oder am Donnerstag. Ne, am Donnerstag lieber nicht. Ne? Wenn er mich während Boshi bitte triggert, bitte nicht. Das finde ich nicht so cool. Da brauche ich wirklich den Fokus. So. Leute, ich rate euch zu Sully. Der spielt Saints Row. Holy shit. Ja, nice. Finde ich gut. Sagt ihm ein schönes Hallöchen, ja. Falls ihr nicht könnt, gerne auch ein Follow da lassen. Ist wirklich ein super, super geiler Typ, ja. Auch einer, der mich ein bisschen motiviert hat, am Ball zu bleiben, sage ich jetzt mal, mit meinem Stream. Vielen, vielen Dank dafür, Sully. Und wir sehen uns jetzt, wie gesagt, Donnerstag nochmal zu I Wanna Beat Boshi. Haut rein. Dankeschön, dass ihr da wart. Euch noch ein schönes, gutes Nächte. Lasst viel Liebe da beim Sully. Auf jeden Fall ein Hallo sagen, bitte mal. Und Dankeschön nochmal. Bis dann. Tschüssi.